Ich finde schon auch, dass es ein Ideal ist, dass ein Kind dort aufwächst oder bei den Menschen aufwächst, von denen es auch geboren wurde, von denen es abstammt und so weiter. Und das sind dann immer Vater und Mutter, weil das einfach in der Biologie so angelegt ist sozusagen. Da stimme ich dir nicht zu, weil ich finde, dass es nicht darauf ankommt, welches Geschlecht möglicherweise die Eltern haben, sondern eher darauf, dass es halt eine stabile, funktionierende Familie ist und welche Rollen, also welche Geschlechter sozusagen dahinter stehen, ist für mich zweitrangig. Von der CDU kann ich jetzt nicht sprechen, sondern von der katholischen Kirche. Ja. Genau. Und da ist sozusagen ja das Verständnis von einer Ehe auch ein sehr komplexes sozusagen. Also es ist umfassend und es schließt eben auch ein, dass eine Ehe ausgerichtet ist darauf, dass Nachkommen entstehen sozusagen. Es ist nur ein Punkt von mehreren, aber das ist auch ein Punkt, der zur Ehe dazugehört. Und deswegen sozusagen ergibt sich daraus, dass Homosexuelle nicht die Ehe eingehen können, aus katholischer Sicht. Und ja, und so weiter. Es gibt ja diverse medizinische Möglichkeiten, wo man nicht unbedingt eine andere Person braucht oder nur für 9 Monate noch eine andere Person braucht oder wie auch immer. Das kann man ja sozusagen künstlich einrichten. Mhm. Und dann würde ja durchaus für eine Nachkommenschaft, wenn man jetzt daraus... Wie, aber du meinst, es gibt ein Recht auf Kinder an sich oder ein Recht auf Zeugung oder ein Recht auf was? Ein Recht auf alle technischen Mittel, die mir ein Kind ermöglichen? Nicht um jeden Preis, aber ich glaube schon, wie gesagt, ich finde schon, dass auch homosexuelle Paare ein Recht haben, ein Kind zu haben, ja. Und auch ein Kind zu zeugen, was möglicherweise aus ihrem genetischen Material sozusagen entstanden ist. Also ich kann erstmal aus meiner Sicht sagen, dass ich schon finde, dass der christliche Glaube Halt gibt. Und wegen der Kindererziehung, ja, ich würde Ihnen natürlich schon vermitteln, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Eltern das vorleben. Also egal, an was sie glauben oder an welche Werte sie ihr Verhalten binden, dass sie das glaubwürdig machen. Und dann ist es einfach ein Vorleben und nicht irgendwas, was mit Macht aufgezwungen wird oder so. Dann ist Erziehung einfach, dass ich das lebe. Aber dafür brauche ich eigentlich nicht den christlichen Glauben. Wie würdest du sozusagen deine Kinder erziehen? Was würde ihnen in deiner Erziehung Halt geben? Einfach von Anfang an einerseits darauf achten oder zu vermitteln, dass es Vielfalt gibt und dass die in Ordnung ist. Und dem Kind Selbstbewusstsein mitzugeben, dass es seine Meinung sagen kann, dass es auch gehört wird. Das finde ich auch total wichtig. Und da gibt es sozusagen in meiner Weltsicht, aber noch jemanden anderen eben, der auch auf das Kind achtet, und zwar Gott. Und dann ist es nicht nur, dass das Kind bei mir Gehör findet, sondern dass es auch seine Sorgen noch weitergeben kann. Ja, das ist jetzt hier die Kirche, wo ich aufgewachsen bin, also wo ich schon hingehöre, seit ich ganz klein bin sozusagen. Und jetzt in diesem Jahr habe ich ja auch geheiratet. Mein Problem einfach mit das für immer ist irgendwie, ich möchte natürlich eine erfüllte Beziehung und ich möchte auch eine treue Beziehung, wo man sich umeinander kümmert und so weiter. Also die Werte sind im Prinzip schon wieder die gleichen. Aber ich brauche weder Gott dafür, noch brauche ich einen Standesbeamten noch dafür, noch brauche ich einen Staat dafür, noch brauche ich einen Ring am Finger dafür. Trotzdem finde ich, dass die Ehe nicht der schlechteste Rahmen ist, um Kinder zu bekommen, weil es da ja irgendwie sozusagen sowas wie einen Schutz gibt, einen Schutz der Familie, derjenigen, die da in Beziehung miteinander treten. Und das ist auch wieder dieser eine Punkt, der sozusagen unterschiedlich wäre in unseren Beziehungsvorstellungen, eben das mit dem für immer. Und dass ich auch finde, dass ein für immer durchaus eine gute Sache ist, wenn man sich auf Kinder einlässt, weil man mit denen ja auch nicht weiß, was in 20 Jahren ist. Der Familienzusammenhalt, ja, also ich glaube schon, dass es verbindet, wenn man solche Sachen gemeinsam tut, also wenn man zum Beispiel zusammen in die Kirche geht oder an irgendwelchen anderen kirchlichen Veranstaltungen teilnimmt oder so, oder auch gerade das Gebet, glaube ich, ist schon was sehr verbindet. Aber ich glaube, dass das eher darauf zurückzuführen ist, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Also überall da, wo man gemeinsam Zeit verbringt, wird der Familienzusammenhalt gestärkt. Wir hatten natürlich auch unsere Rituale, die waren nicht christlich gefärbt, aber zum Beispiel das Abendbrot war immer zusammen. Ich glaube auch, dass da der christliche Hintergrund eher eine geringere Rolle spielt.